Herzlich willkommen zum Sylt 1 Freizeitcheck. Wir sind ja heute in Hörnum zum Geocaching. Geocaching ist eine moderne Art der Schnitzeljagd. Los geht's! Das Hörnumer Korn, die Nahtenchaos, findet immer Donnerstag ab 9 Uhr statt. Eine Voranmeldung beim Tourismusservice Hörnum ist notwendig. Für 15 Euro bekomme ich ein Leih-GPS-Gerät und das Tourenmaterial. Bevor es losgehen kann, bekomme ich eine kleine Einführung, wie Geocaching funktioniert. Das Tourenheft umfasst 7 Aufgaben. Um diese lösen zu können, muss ich mit Hilfe des GPS-Geräts einzelne Stationen finden. Danach wird das GPS-Gerät erklärt. Es ist schon faszinierend, was für eine Technik in so einem kleinen Gerät steckt. Dann kann es auch schon losgehen. Ich gebe die ersten Koordinaten in das GPS-Gerät ein. Das Gerät lotst mich Richtung Stadtmitte. Schnell wird mir und meinem Kameramann klar, der Hauptbestandteil beim Geocaching besteht genau wie bei der klassischen Schnitzeljagd aus Laufen. Heiß, heißer, hier muss die erste Station irgendwo sein. Geschafft. Ein Hinweis auf die richtige Antwort finde ich vor Ort. Schnell die Lösung eintragen. Dadurch erhalte ich die nächsten Koordinaten. Manchmal ist es etwas kniffliger, weil das GPS-Gerät nicht zu 100% die richtige Richtung anzeigt. Also drehe ich die eine oder andere Extra-Runde. Geschafft. Station 2 ist erreicht. Und weiter geht's. An der dritten Station habe ich meine Schwierigkeiten, weil ich die Koordinaten einfach nicht finden kann. Die müssen jedoch irgendwo sein. Schließlich habe ich es geschafft. Die letzte Station ist bewältigt und es geht zurück zum Start bzw. ans Ziel. Hier wartet der Safe auf uns. Darin verborgen der Schatz des Hörnumer Koordinatenchaos. Dank des letzten Lösungswortes weiß ich die richtige Zahlenkombination. Die Spannung steigt. Geschafft. Die Tür lässt sich öffnen und ich werde belohnt. Unser Fazit fürs Geocaching. Der Preis in Höhe von 15 Euro ist mit der Spielkarte, dem GPS-Gerät und einem kleinen Preis am Ende in Ordnung. Der Wiederholungsfaktor ist nicht so hoch, weil man die Tour danach kennt. Die Mitarbeiter des Tourismus-Service sind sehr freundlich und haben alles verständlich erklärt. Der Spaßfaktor ist ebenfalls sehr hoch, weil es zum Teil sehr knifflig ist. Lage und Anreise sind auch sehr gut, weil ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden sind und es eine Busanbindung gibt. Insgesamt bekommt das Geocaching von uns 4 von 5 Smileys.